Eines Tages ging der Urmeister dieser Stadt vorbei und sah einen großen Regenschirm über die Sonnenuhr. Er war erstaunt und begann zu lachen. Er lachte so laut, dass alle Stadtbewohner sich vor dem Rathaus versammelten. Was ist los? Warum lachst du? Wir haben ein großes Unglück. Die Uhr geht nicht mehr, sagten sie. Dann antwortete der Uhrmeister. Wer hat das ausgedacht? Das ist ja Sonnenuhr. Und ihr habt sie vom Sonnenschein geschützt. In der nächsten Woche installierte man über der Sonnenuhr ein transparentes Dach. Die Uhr geht wieder, die Stadtbewohner sind wieder zufrieden, sogar bei dem Unwetter.